Witzenhausen hatte am letzten Aprilwochenende ein neues Wahrzeichen. Der THW Ortsverband Neu-Eichenberg hatte eine Fähre über die Werra gebaut, die sogar von Musikern benutzt wurde. Neben dem Spielmannszug der Turngemeinde von 1861 Witzenhausen waren noch viele Junghelfer und weitere Gäste an Bord der Fähre. Sie wurde in mühevoller Kleinarbeit am Freitagabend zunächst aufgebaut und war am Samstag und am Sonntag den ganzen Tag über in Betrieb. Die Gierseilfähre wird allein mit der Strömung betrieben. Der Anstellwinkel wird je nach Fahrtrichtung passend eingestellt. Die Teile für die Fähre stammen aus der normalen Ausstattung des Eichenberger THW. Stefanie Knapp war von der Fahrt mit der Fähre begeistert. Ja, schön war es. War toll. Man hat mal einen ganz anderen Blick gehabt auf die Stadt, auf die Werrabrücke. War schön. War nett. Hat auch gar nicht so doll geschaukelt. Würden Sie noch mal fahren? Ja, klar würden wir noch mal fahren. Eine tolle Aktion. Die Musiker bedanken sich auf ihre Weise für die Fahrt mit der Gierseilfähre.